Doppelweltmeister Wolfgang Kindl, die Olympischen Spiele starten bald. Schon alles auf Schiene? Ja, also sprichwörtlich auf Schiene. Also ich glaube, die Vorzeichen sind immer ganz gut gestellt. Also wir haben uns ganz gut eingefahren auf der Bahn. Material passt und ich glaube, ich selber bin auch gut in Form. Also von dem her können die Olympischen Spiele starten. Ja. In absoluter Topform, Gesamtweltcup Zweiter in dieser Saison, die jetzt zu Ende ist. Bei den letzten Olympischen Spielen in Sochi warst du Neunter. Ich glaube, das ganz große Ziel ist Edelmetall. Ja genau, also in absoluter Topform ist es nicht ganz richtig. Also ich habe schon immer noch ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Also speziell am Start verliere ich da zu viel, aber man hat gesehen über die ganze Saison. Also ich habe das gut kompensieren können. In der Bahn bin ich wirklich sehr, sehr schnell und einer der schnellsten, glaube ich. Und von dem her, was das anlangt, sicher in Topform. Mit dem klaren Ziel, eine Medaille zu holen. Das ist das Ziel, was ich mir schon lange gesteckt habe. Und als amtierender Weltmeister, glaube ich, habe ich die Ansprüche auch, dass ich mir das so stecken darf. Wie geht es den Bandscheiben? Da hattest du ja auch Probleme, du hast das jetzt schon kurz erwähnt. Ja, es ist nach wie vor nicht 100%. Das heißt, ich habe keine hundertprozentige Fitness. Das wirkt sich halt leider am Start ein bisschen aus. Also ich bringe den Power, den ich eigentlich hätte, weil ich glaube, körperlich bin ich sonst eigentlich schon in Topform, bringe ich leider nicht ganz aufs Eis und genau an dem scheitert es. Aber wir sind da hart beim Arbeiten, viel Physiotherapie und Ziel ist natürlich, dass man dann an den Beinrenntagen das höchstmögliche rausholt, was momentan möglich ist. Sehr hohe Ziele natürlich. Sports Illustrated reite ich auf Silberkurs ein. Und da gibt es immer diese Umfrage und da bist du einer der ganz großen Medaillenkandidaten. Hat man da auch ein bisschen als Sportler einen Druck, weil man weiß, man ist einer der Weltbesten und steckt sich selbst dieses Ziel? Also Silber darf ich schon gerne nehmen, aber da hat jetzt kein Problem. Nein, es ist... Ich glaube, den Druck macht man sich selber, wenn man sich zu viel beeinflussen lässt. Also ich glaube, es ist für mich sicher ein Privileg, wenn man als Medaillenfavorit gehandelt wird. Es ist, glaube ich, hat sich über die Jahre so entwickelt. Ich glaube, das kann man durchaus positiv so mitnehmen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Druck, sondern vielleicht nochmal ein höherer Ansporn. Und von dem her lasse ich mich dadurch sicher nicht aus der Ruhe bringen. 2018 könnte ja dein Jahr werden, nicht nur auf sportlicher Ebene. Ich habe gehört, im Sommer sollen ja die Hochzeitsglocken auch läuten. Ja, das spricht sich schnell um. Das habe ich schon gesagt, das ist jetzt zuerst Olympia das Highlight und dann haben wir im Sommer das nächste Highlight. Okay, dann vielen Dank und alles Gute. Danke.